Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Liebenbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe, zum Thema Krafttraining, Bodybuilding, Fitness-Bodybuilding, Cardio-Training, Crossfit, was auch immer, körperliche Belastung, bis zum Exzess und zum Thema Training und zum Thema sei vernünftig, wenn du krank bist. Wenn du krank bist, seist du vernünftig und nach der Krankheit bist du bitte auch vernünftig. Warum? Klar, immer wieder eine häufig gestellte Frage zum Thema, ich bin krank. Ich habe Schnupfen, ich habe Husten, ich habe was weiß ich auch immer. Jetzt kann ich nicht trainieren gehen. Ich werde demnächst vom Balkon runterspringen, von lauter Frust. Muss kein Mensch vom Balkon runterspringen von lauter Frust, sondern wenn man krank ist und man hat eine erhöhte Körpertemperatur, man muss Medikamente schlucken, man muss Antibiotika nehmen, was ja mal vorkommen kann, dann ist es ganz klar, dass euer Körper Ruhe benötigt. Er braucht viel Ruhe. Ihr müsst ihn ausruhen lassen. Warum? Weil er natürlich beschäftigt ist mit der Abwehr. Ja, die Immunabwehr ist beschäftigt. Und wenn ihr dazu trainiert, dann ist die Immunabwehr geschwächt. Das heißt, ihr nehmt dem Körper Energie, ihr zerrt dem Körper die Leistung weg, ihr reißt dem Körper den Stuhl unterm Hintern weg. Und wo führt es hin? Bestimmt nicht zur schnellen Regeneration und bestimmt nicht zur schnellen Genesung. Genau aus diesem Grunde. Wer krank ist, wer einen leichten Schnupfen hat, wer erhöhte Körpertemperatur hat, der sollte einfach vernünftig sein, auf den Körper hören und nicht auf sein schlechtes Gewissen und zu Hause bleiben, sich ausruhen und diese Ausruhzeit verankert im Kopf, jawohl, die brauche ich und die benötige ich und wenn ich das richtig mache, dann bin ich nach dieser Krankheit innerhalb von relativ kurzer Zeit wieder belastbar und fit und kann bald wieder anschließen. Ansonsten, wer im Krankheitsfall ins Fitnessstudio geht, zu sehr trainiert, der hat in der Regel ein Problem, dass sich das Ganze noch länger rausschleppt, kurzfristig wieder gesund, danach gibt es wieder eine aufs Dach, danach sind wir wieder krank und was haben wir davon gehabt? Nichts, weil wir unvernünftig waren. Genau aus diesen Gründen, wer krank ist, hat nichts im Fitnessstudio zu suchen. Allein schon aus Gesundheitsgründen für sich selber und wegen den anderen. Da wird geschwitzt, da wird gehustet, wird genossen und die anderen außenrum, die fangen sich den ganzen Mist ein. Genau aus diesen Gründen bleibt zu Hause, wenn ihr krank seid. Dann kam noch die Frage, die sehr oft gestellte Frage zum Thema, was mache ich nach der Krankheit, wenn ich krank gewesen bin? Was mache ich? Ganz einfach. Du fängst langsam an zu trainieren. Ja, du passt dich an, du fängst erstmal an, ein, zwei Tage, nachdem wie lange du krank warst, ein schönes, leichtes Workout zu machen mit etwas leichteren Gewichten, etwas kürzer vielleicht sogar noch, wenn du eine Stunde trainierst, eben nur eine halbe Stunde, das machst du zwei, dreimal in der Woche, gehst du langsam wieder an und versuchst dich langsam wieder zu steigern, orientierst dich bitte nicht an den letzten Gewichten, was du vor der Krankheit in der Höhe deiner Belastung benutzt hast, das macht ja relativ wenig Sinn, weil man sich dann wieder relativ schnell überlastet. Nach einer Krankheit, je nachdem, was für eine Krankheit das war, ist der Körper immer noch geschwächt, auch wenn man sich fit fühlt. Der Körper ist immer noch in der Regeneration. Vielen ist gar nicht bewusst, dass wenn sie mal eine Grippe gehabt haben, dass wenn sie sagen, sie sind fit, wenn sie vom Arzt auch das okay haben, dürfen wir ins Fitnessstudio gehen, dann ist der Körper aber noch nicht bei 100%. Sondern dauert es noch mal ein bis zwei Wochen, bis er eben bei 100% ist. Und wer dann zu früh zu stark trainiert und meint, er müsste sofort wieder ans Alte anschließen, der hat oftmals wieder drei, vier Monate, vielleicht sogar nur acht Wochen später wieder ein Problem, ist wieder krank. Deswegen achtet darauf, wenn ihr krank seid, dass ihr natürlich entsprechend auf euer Biofeedback reagiert und dann autoregulativ reagiert und entsprechend euer Training anpasst. Das ist eigentlich relativ einfach und macht euch kein schlechtes Gewissen. Die meisten, die da am meisten am Rad drehen, die sind 22, 23, 24, 25 Jahre alt. Mein Gott, ihr habt noch so lange Zeit vor euch, euch geht nichts verloren. Also seid ein bisschen vernünftig, geht vernünftig mit eurem Körper um, dann werdet ihr lang Spaß haben und werdet natürlich auch lang trainieren können, ohne euch zu schaden. Das war's, Andreas Liebenbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe zum Thema, wenn du krank bist, bleibst du zu Hause.